Ja, eine detaillierte, durchdachte Arbeit seitens der Architekturbüros ist die Basis für jedes gelungene Gebäude. Und das gilt noch viel mehr für ressourcenschonende Bauten. Damit ist es allerdings bei weitem noch nicht getan, denn selbst die hervorragendste architektonische Leistung verliert ihren Wert, wenn sie nicht nach den Wünschen und Bedürfnissen der Bauherrschaft entspricht. Oder wenn beispielsweise die Elektroinstallationsfirma keine Kompetenzen bezüglich Energieeffizienz im Gebäude in die verschiedenen Planungs- und Bauphasen einfließen lassen kann. Dies war zum Glück nicht der Fall, als Ernst Messmer aus Egnach beschlossen hat, sein Haus zu renovieren. Im Gegenteil, alle beteiligten Parteien haben ihre Vorstellungen, ihre Ideen und ihr Know-how in den Umbau eingebracht. Aus dieser Zusammenarbeit ist dann allerdings nicht ganz das entstanden, was sich Ernst Messmer zu Beginn des Projektes vorgestellt hat. Nein, sondern noch ein viel erfreulicheres Resultat. Darüber, wie diese beispielhafte Kooperation verlaufen ist, möchte ich nun mit den Beteiligten direkt sprechen. Bitte begrüßen Sie mit mir Ernst Messmer, den Bauherrn, sowie Michael Halle von der Koma Elektro GmbH. Und heute nutzen wir jetzt das erste Mal diese Bühnendekoration. Bitte nimmt Platz auf dieser Seite. Zur Aufklärung, das ist Herr Halef und das ist Herr Messmer, der Bauherr. Ernst, dass wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind, kannst du kurz erklären, wie du zu diesem Objekt gekommen bist und was es überhaupt für ein Objekt ist. Wir sehen es hier im Hintergrund. Ja. So wie auf dem Bild aussieht, ist es ein Dreifamilienhaus, das mein Vater vor 45 Jahren selbst gebaut hat. Ich habe es in der Zwischenzeit geerbt. Ja, und so bin ich mal zu dem Haus gekommen. Nach 45 Jahren war ein ziemlich großer Bedarf an Erneuerung fällig. Ah, hier sieht man die moderne Küche mit der Waschmaschine. Ah, hier drin wohne ich jetzt. Das ist die mittlere Wohnung, wie ich sehe, ja. Wir waren drin, als du nicht zu Hause warst. Ach so. Das sind Live-Bilder. Och. Es sieht natürlich viel schöner aus. Ich streite alles ab. Aber als du gedacht hast, jetzt baue ich um, jetzt ist es ja nicht ganz so herausgekommen, wie es konventionell gebaut wird. Es hat ein bisschen vorwegnehmen, es hat auch zum Beispiel eine Gebäudesteuerung eingebaut. Wie kamst du auf den Gedanken, überhaupt so etwas einzusetzen? Ja, also die erste Idee, die ich zu diesem Haus hatte, war daraus ein Mietshaus mit erschwinglichen, nicht zu großen Wohnungen zu machen. Also dreieinhalb Zimmer Wohnungen mit einem normalen Ausbau in einer guten Lage zu erschwinglichen Preisen. Mit dieser Idee bin ich dann das erste Mal mit einem großen Block in der Hand in dieser Wohnung gestanden, hab einfach mal gesagt, so jetzt sammle ich mal Ideen, was man hier alles tun muss. Nachdem ich eine halbe Seite vollgeschrieben habe, habe ich den Block auf den Boden geworfen, habe mich umgeschaut und mir gesagt, mein Gott, was machst du hier? Hier will ich wohnen, hier will ich leben in der Zukunft. Und dann habe ich die Idee, günstiges Mietshaus, kleine Dreizimmerwohnung weggeschmissen und gesagt, nein, hier will ich her. Und dann ist die Idee entstanden, zwei Wohnungen, etwas größer, eine für mich und eine zum Vermieten, was mir dann hilft, dieses Objekt auch tragen zu können. Es ist, wie Sie hier sehen, auch nicht das Kleinste. Und da ich ein bisschen IT-affin und auch etwas verspielt bin, da war dann einer der nächsten Schritte schon, programmierbares Licht, programmierbare Storen, selbst programmieren dürfen. Ich will die Sachen selber in der Hand haben, wie jeder gute Handwerker seine Werkzeuge gerne in der Hand hat, ist mein Werkzeug halt die Tastatur.
Und ja, diese Möglichkeit wurde mir dann geboten, als wir dieses Projekt so entwickelt haben. Und so wie das Haus jetzt hier hinsteht, ich möchte hier ein bisschen unterscheiden. Ich habe die Idee gewechselt, aber wie wir von den Vorrednern immer wieder gehört haben, die eine gute Planung und eine gute Kommunikation ist ganz wichtig. Das Haus steht jetzt so da, wie es geplant wurde. Aber die Idee, bis wir zum Plan kamen, die haben sich zwei, dreimal noch gewechselt, bis wir dann losgelegt haben. Jetzt, wir haben ja gesagt, am Schluss ist es nicht ganz so herausgekommen, wie es zu Beginn ursprünglich geplant worden ist. Mhm. Also es war am Schluss, wurde natürlich viel mehr eingebaut, als ursprünglich geplant wurde oder angedacht war. Also zum Beispiel wie beim Autokauf, wenn man die Grundausstattung hat und dann noch viele zusätzliche Optionen mit einfließen lässt. Wie ist das gekommen, dass es am Schluss, dass du mehr einbauen ließ und vor allem, dass du am Schluss noch zufriedener warst? Das ist fast richtig. Der Gap war an einem anderen Ort. In meinem Kopf war die Vision groß, so wie das Haus jetzt ist, teilweise sogar noch ein bisschen größer. Und das beteiligte Team, das dieses Projekt dann mitentwickelt und auch umgesetzt hatte, hat eher ein bisschen kleiner gedacht zu Anfang. Also es ging mehr darum, meine Vision in die Offerten reinzukriegen, die wir im ersten Schritt erarbeitet hatten. Also es war so, in meinem Kopf war etwas viel Größeres, das jetzt zwar etwas kleiner rausgekommen ist, aber ich extrem glücklich bin da drin. Also dann hattest du eigentlich selbst die Vorstellung, dass etwas mehr Technologie mit reingesetzt werden muss? Oder was war die Rolle von Michael Halef? Ja. Also meine Idee war eigentlich mehr, was muss das Haus können? Also der Prozess und in einem zweiten Schritt dann auch die Technik, die dann nötig ist. Und wie ist dann der Kontakt zustande gekommen mit dem Elektriker? Darf ich das Wort mal Herrn Halef geben? Ja. Ja, es war eigentlich rein zufällig. Ernst Messmer war ein ehemaliger Freund von meinem Kompagnon, von der Firma. Und wir sind eigentlich dadurch über ein Netzwerk, was wir auch mit dem Bauleiter, Herr Wittmer, der da zuständig war, irgendwie zusammengekommen und dadurch dann eigentlich zum Ernst Messmer gekommen. Und so konnten wir eigentlich erstmals uns treffen, die Visionen von Ernst Messmer anschauen. Die sahen am Anfang noch ganz anders aus, als was da hier dann entstanden ist. Das war noch sehr konventionell gedacht und es waren viele Stunden, die wir zusammen verbracht haben, bis dann effektiv das entstanden ist, was wir hier sehen. Oder? Und was ist jetzt in diesem Gebäude anders als in einem konventionell gebauten Gebäude? Photovoltaikanlage haben wir gesehen, was steckt noch drin? Wir haben eine Gebäudeautomation, wie Ernst Messmer gesagt, wir können Licht, Schatten, wir haben einerseits auch die Heizung mit der Photovoltaikanlage erschlossen. Also wenn wir überschüssige Energie haben, können wir diese in die Heizung integrieren. Das war noch ein schwieriges Zusammenspiel mit dem Heizungsinstallateur. Da war auch noch ein bisschen Kniffel dahinter. Wir haben noch Vorbereitungen für E-Mobility getroffen. Falls Ernst Messmer dann mal ein E-Auto will, wären hier die Anschlüsse bereit. Gebäudeautomation ist eingebaut. Mhm. Wer braucht das? Jeder. Man sieht immer schöne Slides von den Herstellern und wenn man das Produkt kauft und drin wohnt, wie fühlt es sich an? Wenn es gut integriert ist, spürt man nicht sehr viel davon oder gewöhnt sich sehr schnell daran. Man gewöhnt sich daran, dass man, wenn man auf dem Heimweg ist, man kommt in die Nähe des Hauses, man merkt, es merkt, es ist Abend, es ist schon dunkel, okay, das Licht geht an, die Storen gehen leicht hoch.
Die ersten zwei Monate, Sensation, bin immer noch draußen gestanden, habe zugeschaut. Und mittlerweile gewöhne ich mich daran, oder habe ich mich daran gewöhnt. Und wenn jetzt aus irgendeinem Grund das mal nicht passiert, meistens ist es noch zu hell oder ist schon zu dunkel für irgendetwas anderes, dann sehe ich auch, cool, was hatte ich da Cooles und warum geht es nicht mehr? Und ja, dann gehe ich da wieder, dann vertiefe ich mich gerne in das Thema wieder. Also es ist wie ein, ja, wie fühlt es sich an? Es ist ein intensiveres Interagieren mit der Technik, die man eigentlich gar nicht spürt. Es gibt ja verschiedene Lösungen in diesem Fall. Ich denke, es ist nicht wichtig, dass wir auf die spezifische Lösung hier eingehen, aber die Herausforderung eines Elektrikers ist ja immer, aus dieser Fülle von Lösungen, die perfekte Lösung in dem jeweiligen Bauherrn anzubieten. Wie bist du da vorangeschritten, dass du die richtige Lösung für Ernst Messmer ausgesucht hast? Ja, einerseits Kommunikation war natürlich das Element, das Wichtigste. Wo sind die Wünsche, was will er, was ist die Herausforderung? Das war eigentlich das Wichtigste. Daraus eigentlich zu filtern, was benötigen wir, was ist das Effektivste daraus. Und natürlich war auch das Budget irgendwo im Vordergrund, also man darf dort auch natürlich nicht zu weit rauslehnen. Und somit sind wir da eigentlich Schritt für Schritt an unsere Punkte herangekommen, was das Ziel ist mit der PV-Anlage, mit der Gebäudeautomation, damit wir dort eigentlich grundlegend das haben, was eigentlich die Wünsche sind, oder? Jetzt, dass du das installieren konntest, musstest du da in das Können investieren? Ja, sehr sogar. Es war, ich meinte, unser zweites Projekt mit Gebäudeautomation war für uns, für unseren Kleinbetrieb auch eine, sage ich mal, große Herausforderung, wo natürlich auch viel Schweiß dahinter war, aber natürlich jetzt im Nachhinein ein riesiger Mehrwert und natürlich eine riesen Bereicherung auch für uns, für die Zukunft und natürlich auch für Ernst Messmer, denke ich, konnte jeder dabei profitieren. Oder? Hast du dich dazu ausbilden lassen müssen? Ja, das ist richtig, ja. Also es gibt da grundlegende Kurse. Ernst Messmer durfte auch an diese Kurse für diese Gebäudeautomationssteuerung. Ich war hierzu kurzfristig als Elektriker bei ihm angestellt. Und grundlegend kann das jeder eigentlich, also jemand mit ein bisschen technisch basiertem Wissen kann sich da an diese Herausforderungen wagen. Und Ziel war es auch, dass wir eigentlich Änderungen oder Wünsche, die angebracht sind, auch ihm selber überlassen können. Außer, ich sage jetzt, der Materialfaktor, aber den Rest hat er eigentlich soweit jetzt mittlerweile im Griff, dass er das selber programmieren kann und es gibt natürlich nichts Besseres für ihn schlussendlich, damit er da autonom bleibt. Oder? Jetzt hat das Haus eine Photovoltaikanlage. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, eine Anlage zu installieren lassen? Es war der Gedanke, dass ich die Energie, die ich brauche, dass ich will wissen, inwieweit kann ich die selbst produzieren? Inwieweit kann ich mich selbst versorgen? Das Ziel ist nicht, eine komplette autonome Selbstversorgung hinzubekommen. Ich bin Pragmatiker genug, um zu wissen, dass das übermorgen ist, aber nicht heute. Aber wie nahe komme ich daran, dass es noch Sinn macht und dass es sich auch rechnet? Also ich wollte betriebswirtschaftliches Wissen mit Technik und dem ökologischen Gedanken zusammenbringen. Das hört man immer, wenn man eine PV-Anlage bauen lassen möchte, ist das ein Krieg von Formularen ausfüllen und so weiter. Hast du das selber gemacht? Ja, ich durfte sagen, Michi, kannst du mir das Zeug ausfüllen? Ja, wir haben es für ihn übernommen, ja. Es ist tatsächlich so, dass es eigentlich für kleinste Aufwände viel Papierkrieg gibt. Und da wir als Elektriker da, ich sage jetzt, nahe an der Sache sind, macht es meiner Meinung nach Sinn, wir diese Arbeiten zu übernehmen und natürlich
zu bearbeiten. Es ist auch ein Stück weit eine Dienstleistung, die man anbieten kann. Ich denke, Ernst war sicher froh, haben wir das übernommen schlussendlich. Und ja, das war natürlich ein enormer Pluspunkt, denke ich, auch für uns, dass wir das übernehmen konnten. Als ich den Stapel an zu unterschreibenden Anträgen, Formularen gesehen habe, da war ich mehr als dankbar dafür, weil es ist ja nicht nur die Menge, sondern auch die Reihenfolge, die Fristen, über welche Wege, über welche Behörden geht man. Da war ich mehr als nur froh, musste ich das nicht auch noch ausknobeln. Jetzt hast du auch einen Speicher im Haus, Batteriespeicher, ist das korrekt? Noch nicht. Noch nicht, aber vorbereitet. Die Vorbereitung hierzu ist da. Mhm. Ich habe mich noch nicht entschieden, welche Technik das mich mehr interessiert. Ist es wirklich die reine Stromerzeugung und Speicherung oder eine alternative Energieform, wie zum Beispiel Produktion von Wasserstoff oder Gas zur Rückspeisung ins Gasnetzwerk oder zum selber brauchen. Ich hänge es an die Bedingung, was für ein Fahrzeug wird es in Zukunft, also werde ich mal haben. Wird es ein Gasfahrzeug sein, dann werde ich, denke ich mal, sehen, ob es den guten alten Hoffmannschen Apparat zur Gaserzeugung noch gibt. Oder sonst wird es ein Energiespeicher, wie man hier schon gesehen hat, mit diesem Logo von einem berühmten Auto. Hast du aber auch Fördergelder gekriegt oder wartest du da bis ins Jahr 2020 oder wie sieht das da aus? Also ich wurde gut unterstützt, also ich hatte für sehr, sehr viele Maßnahmen habe ich hier Fördergelder beantragen können und auch bekommen. Also die Gebäudehülle wurde belohnt, die neuen Fenster wurden belohnt, die Wärmepumpe als Heiz- und Warmwassermittel wurde auch belohnt. Es sind im Vergleich zu den gesamten finanziellen Mitteln ist es, ich sage jetzt, ein kleiner Zustupf, aber ein sehr willkommener, den ich aber nicht als selbstverständlich empfinde. Also es motiviert mich auch, die Augen offen zu halten für weitere Verbesserungen. Jetzt die Solaranlage, habt ihr das selber montiert oder habt ihr eine Kooperation gesucht? Wir haben auf jeden Fall eine Kooperation gesucht, die wir mit Otto Fischer dann auch gefunden haben. Wir konnten das auch gleichzeitig nutzen, da es unsere erste Anlage war, über die Aufklärung der Montage. Sie haben uns da auch vor Ort unterstützt, auch mit Manpower. Und wir waren natürlich sehr froh. Wir können auch heute noch eigentlich zurückgreifen auf die ganze Projektierungsmaßnahmen, die zuerst Folge leisten müssen, die wir teilweise jetzt nicht in so einer schönen Form, wie es der Otto Fischer macht, machen können. Und da waren wir eigentlich schon froh darüber. Und ich denke, es war eine sehr gute Zusammenarbeit. Teilweise war es ein bisschen schwierig, das Wetter hat uns ein bisschen im Stich gelassen. Es war im Januar und wir hatten Schnee auf dem Dach und das war nicht ganz so einfach. Destotrotz haben wir es dann eigentlich am Schluss hingekriegt und es ist etwas Gutes dann entstanden. Ein richtiger Zufall, dass das Otto Fischer war. Sie haben mehr Geld, oder du hast mehr Geld ausgegeben für dein Traumhaus jetzt als ursprünglich geplant. Wie bewertest du das Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt? Also ich denke, ich habe für das, was ich bezahlt habe, habe ich eine gute Leistung bekommen. Und ich habe natürlich vor dem Projekt, habe ich mir schon einige Befürchtungen ausgemalt, was alles passieren kann und bin auch froh, dass der größte Teil dieser Befürchtungen nicht eingetroffen ist. Es war etwas mehr, aber zum Glück habe ich es verkraften können und ja, ich bin jetzt glücklich da. Ja. Ich habe vorher bei Volker Mau angesprochen, dass die Kommunikation zwischen Architekten und dem ausführenden Gewerbe teilweise verbesserungswürdig ist. Erlebst du das auch so?
Ja, wir erleben das eigentlich auch so. Eigentlich weniger bei kleinen Projekten, da ist eigentlich die Kommunikation schon ziemlich enger, also mit der Architekt, mit den anderen Gewerben. Bei Großprojekten sieht es da in der Regel schon anders aus. Da ist im Vornherein ein Elektroplaner schon dabei. Die Beratung von uns schlussendlich ist da eigentlich nicht integriert. Und da ist bei Großprojekten eigentlich schon die Vorgabe ganz klar, was zu machen ist. Und bei den kleineren Projekten haben wir eigentlich mehr Mittel, mit dem Bauherrn eigentlich die Kommunikation zu erreichen. Und daher finde ich, kommen da eigentlich in der Regel auch bessere Lösungen hervor, oder? Was eigentlich auch für alle dann ein Mehrwert ist, oder? Jetzt hast du auch Besuch in diesem Haus jeweils. Ich nehme an, du hast Besuch. Ich hoffe es für dich. Was sind die Reaktionen von den Besuchern, wenn sie dein Haus besuchen? Also die erste Reaktion von denen, die das Haus vorher gekannt hatten, ist mal: Wow, was ist denn hier passiert? Also da ist, dass das wunderschön geworden ist. Da ich die Technik nach vorne nicht sehr sichtbar ist, kommen dann vielleicht ein paar Baus später nach, wenn ich ein bisschen spiele. Und denkst du, die Chance ist groß, dass die Besucher, wenn sie bauen würden, das auch bestellen oder einsetzen würden, diese Technologien? Ja. Oder wirst du als Spinner abgestempelt? Oder? Ja, das passiert. Aber so bin ich halt. Nein, ein Kollege hat sich das mal angesehen und hat dann in seinem Haus, das war auch ein Umbau, ihn hat es am meisten geärgert, dass er so viele Rollläden hat. Die sind jetzt auch mit dem gleichen Automatisierungsprodukt wie ich, hat er jetzt die Rollläden automatisiert, dass er mit einem Knopf alle rauf und runter lassen kann. Damit hat es angefangen und er ist auch Informatiker und ist jetzt auch selbst am Bauen und Knobeln und baut teilweise selber auch diese Bausteine schon ein. Bietet ihr das aktiv an, dass man mehr investieren sollte in der Elektroinstallation, wenn ein Haus gebaut wird? Oder wie geht ihr da vor? Die Gebäudeautomation. Zum Beispiel, ja. Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, was ist es für ein Projekt. Im Vordergrund steht natürlich immer das Budget. Liegt es überhaupt drin, oder? Wenn ja, was sind die Wünsche? Also ich sage jetzt im Falle, wenn wir bei einer Beschattung, wenn man nur die braucht, muss man natürlich nicht das ganze System einbauen, dann genügt ein Teil von dem, oder? Aber es ist natürlich schon so, wenn man dann anfängt, was es für Funktionen gäbe, sieht man schon immer die Augen heller aufleuchten und dann kann man eigentlich die Leute schon dazu bewegen, vielleicht das oder diese Sache noch reinzunehmen. Und in der Regel ist es so, dass man im Nachhinein das nicht bereut, weil man einfach vieles vereinfachen kann und auch in der Zukunft immer mehr dazu gewinnt, oder? Daher sehe ich schon, man muss die Überzeugung irgendwo finden, auch die Befürwortung, damit man auch den Kunden dafür irgendwo in eine Richtung biegen kann. Aber es ist immer schlussendlich der Bauherr, der die Entscheidung trägt, oder? Aber ich denke, es ist schon im Nachhinein dann ein großes Ereignis, wenn das alles funktioniert und er damit spielen kann, sage ich jetzt mal, da macht es schon eine Freude. Oder? Gut, jetzt würde ich gerne Ihnen, liebes Publikum, die Gelegenheit bieten, Fragen zu stellen an unsere beiden Bühnengäste. Dazu benötigen wir ein bisschen Licht im Saal. Genau, danke schön. Bitte die Hand aufheben, falls es eine Frage gibt. Ich würde gerne Oliver noch ein bisschen mehr forcieren. Dann habe ich noch zwei abschließende Fragen. Welchen Tipp haben Sie künftigen Bauherren, wenn sie mal ein Haus bauen oder die Gelegenheit haben, eine Wohnung zu kaufen? Also wenn es für das eigene zukünftige Daheim ist, befasse dich mit der Materie. Du bist in dieser Phase, bist du vielleicht einmal im Leben, vielleicht zweimal. Und was du dort lernen darfst, durch das Zusammenarbeiten mit allen Beteiligten, das ist einmalig.
Ich komme aus der Informatik, und was ich dort während dieser Bauphase lernen durfte, das war beeindruckend. Es lohnt sich, dafür Zeit zu nehmen. Ich habe mir einen weiteren Traum erfüllen können, denn der war selber präsent sein während der ganzen Umbauzeit. Ich habe mir eine Auszeit genommen für diesen Umbau und war sowohl bei der Planung als auch bei der Umsetzung war ich dabei. Konnte auch manchmal Hand mit anlegen, habe dann aber schnell akzeptiert, dass er die richtigen Drähte schneller findet als ich. Manchmal ist man auch schneller, wenn der Bauherr nicht hinter dem Rücken ist. Ich war das selber stimmt. Elektriker, aber vielleicht war es in diesem Beispiel. Ja, Michael, welchen Tipp gibst du noch den anwesenden Elektroinstallateuren hier mit auf dem Weg? Ja, im Prinzip sich auf seine Stärken festzulegen, darauf aufzubauen. So sehen wir immer mehr zufriedene Kunden. Ich denke, das ist der richtige Weg, auch in die Zukunft zu gehen, effektiv auf sich selber immer wieder zu schulen. Wir sehen, es gibt immer wieder neue Themen und immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Ich denke, das ist das Wichtigste. So können wir auch gegenüber einem Nicht-Fachmann auch fachmännisch beraten und das ist eigentlich der richtige Weg, denke ich jetzt mal. Michael Halef, Ernst Messmer, besten Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, meine Fragen zu diesem Umbau zu beantworten. In diesem Sinne gibt es jetzt auch für euch noch einen exklusiven Waldhonig von der Nadine. Dankeschön. Besten Dank. Danke. Herzlichen Dank. Thank you.